Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Mediennutzer auf der Tribüne und am Stream. Frau Ministerin Dr. Schwal-Düren, als Sie im Frühjahr 2013 den Arbeitsentwurf des Landesmediengesetzes veröffentlichten und die Online-Konsultation starteten, gingen wir davon aus, dass wir vielleicht noch im Jahr 2013 in die parlamentarischen Beratungen einsteigen. Sie hatten angekündigt, ursprünglich vor der Sommerpause den Gesetzentwurf vorzulegen. Jetzt ist es Februar 2014 und wir legen los. Schon an dieser zeitlichen Verzögerung merkt man, dass hier offensichtlich noch ordentlich nachgesteuert wurde und die Landesregierung mit unterschiedlichsten Beteiligten nachverhandelt hat. Auch bei der Durchsicht des Gesetzentwurfs wird deutlich, dass zwischen dem Arbeitsentwurf aus dem Frühjahr 2013 und dem Regierungsentwurf teils erhebliche Unterschiede bestehen. Man kann gewissermaßen die Frontlinien sehen, die dazwischen verlaufen. Aber ausdrücklich, das ist ja nicht schlimm, dazu sind Arbeitsentwürfe da. Zumindest aus meiner Sicht, was den ersten Teil des Verfahrens angeht. Es hat sich gezeigt, dass Beteiligung der Öffentlichkeit lohnt, auch wenn offensichtlich war, dass Menschen aus dem Umfeld des Bürgerfunks, der Bürgermedien, sich vor allem zu Wort melden werden. Die sind einigermaßen organisiert, da ist das zu erwarten. Aber grundsätzlich ist das Verfahren von Online-Konsultationen begrüßenswert. Ich will mich hier an dieser Stelle nicht mit galaktisch-globalen Leitmotiven aufhalten, sondern vom Verfahren zu einigen Inhalten des Gesetzentwurfs kommen. Wir sind uns über die große Bedeutung freier, unabhängiger Medien für eine funktionierende Demokratie alle einig. Eine vielfältige Medienlandschaft, egal auf welchem Kanal die senden, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Bürgerinnen und Bürger sich informieren, sich eine Meinung bilden können und sich einmischen. Wie wir die politische Rahmenbedingungen gestalten, um diese Vielfalt und Unabhängigkeit herzustellen und abzusichern. Dazu werden hier allerdings unterschiedliche Meinungen deutlich. Nehmen wir zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Stiftung Vielfalt und Partizipation. Der Arbeitsentwurf des Gesetzes war da klar. Er besagte für den geplanten § 116 Absatz 3c, dass jährlich 1,6 Millionen Euro aus dem Haushalt der Landesanstalt für Medien in diese Stiftung gepumpt werden sollen. Auch die Aufgaben waren im Arbeitsentwurf definiert. Aus- und Weiterbildung von Journalisten im lokalen und regionalen Bereich. Eine Stiftungsprofessur Lokaljournalismus sollte eingerichtet werden. Recherchestipendien sollten vergeben werden und, etwas nebulös, die Akzeptanz lokaler und regionaler Berichterstattung sollte gefördert werden. Schaut man aber in den jetzt vorliegenden Regierungsentwurf und vor allem in dessen Begründung, dann kann man sich vorstellen, dass es hinter den Kulissen in den letzten Monaten ordentlich rund gegangen sein muss. Jetzt finden wir im Gesetzentwurf unter § 88 Absatz 8 nur noch eine Gesellschaft des Privatrechts. Von einer Stiftung ist nicht mehr die Rede. In der Begründung steht der Begriff Stiftung in Anführungszeichen. Alles klar. In diesem Kontext werden wir vor allem darüber reden müssen, was tatsächlich gefördert werden soll von dieser Anführungszeichen-Stiftung. Ich habe, das sage ich jetzt ganz ehrlich, größte Bedenken, was Recherchestipendien angeht. Wir müssen sicherstellen, dass solche Stipendien vollkommen unabhängig vergeben werden, dass auch möglicherweise für uns Politiker unangenehme Themen recherchiert werden. Es dürfen nicht im Vorfeld schon Themen aussortiert sein. Und wie sieht wohl diese Förderung von Akzeptanz des Qualitätsjournalismus praktisch aus? Die Idee mit der Stiftungsprofessur ist offensichtlich fallen gelassen worden. Tut so. Wenn wir in den Beratungen über die Anführungszeichen Stiftung Vielfalt und Partizipation sprechen, dann müssen wir immer auch im Blick halten, dass sich die LFM aus Rundfunkbeiträgen finanziert und die Möglichkeiten entsprechend begrenzt sein müssen. Und einen weiteren Punkt, den wir sicherlich kontrovers diskutieren werden, sind die von Ihnen vorgeschlagene Änderungen des § 59 zur Beteiligung von Verlagen an Betriebsgesellschaften im lokalen Hörfunk. Bei allem Verständnis für angespannte Finanzlage von Kommunen, die sich an dem Lokalfunk beteiligen, Zeitungsverlagen zu ermöglichen, Lokalradios zu 100% zu übernehmen, das ist keine Lösung, das führt noch zu mehr Medien- und damit Meinungsbildungskonzentration. Das geht nicht. Ich möchte aus den vielen inhaltlichen Änderungen, mit denen wir uns befassen werden, eine weitere herausgreifen, nämlich die Änderungen, die die Medienkommission der LFM betreffen. Zunächst die Zusammensetzung der LFM. Sie schlagen vor, dass zukünftig ein Kommissionsmitglied aus dem Bereich der Bürgermedien kommen soll. Das ist prinzipiell richtig. Bürgermedien sollten da vertreten sein.
Allerdings ist aus unserer Sicht die Internet-Community noch vollkommen unzureichend in der Medienkommission repräsentiert. Derzeit sind die zwei IT-Verbände Bitkom und ECO zwar in der Kommission vertreten, diese repräsentieren jedoch ausschließlich die Unternehmenssicht. Wir Piraten finden, dass darüber hinaus noch die Netzbürger, die Nutzer, einen eigenen Platz in der Medienkommission bekommen müssen. Darüber müssen wir im Ausschuss sprechen. Und als Pirat muss ich natürlich die Grundsatzfrage stellen, wenn es um die Zusammensetzung der Medienkommission geht. Für die Rundfunkräte der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten fordern wir bekanntlich, dass gar keine Parteienvertreter in die Gremien gehören. Das könnte auch für die Medienkommission gelten. Also auch hier, wir werden im Ausschuss darüber diskutieren, wer tatsächlich Mitglied der Medienkommission der LFM sein soll. Zum Abschluss etwas Positives. Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Sitzungen der Medienkommission in Zukunft grundsätzlich öffentlich stattfinden und nur noch in begründeten Ausnahmefällen nicht öffentlich getagt werden soll. Genauso begrüßen wir, dass zukünftig die wesentlichen Unterlagen der Medienkommission öffentlich sein werden, also Tagesordnungen, Beschlüsse und Berichte. Damit geht dieses Gesetz zumindest an dieser Stelle einen wichtigen Schritt in Richtung Transparenz, wie wir Piraten sie schon lange fordern. Liebe Kollegen, es gibt noch einige weitere Punkte. Wir werden über Fragen der Medienaufsicht und Medienregulierung sprechen müssen, über einen fairen Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten, über gute Rahmenbedingungen für Online-Journalismus, über Medienkonvergenz und vieles mehr. Das wird bestimmt eine spannende Expertenanhörung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr